Es ist mal wieder soweit. Channel Resümee Teil 6 ungeschnitten. Falls jemand Neues dabei ist, Channel Resümee habe ich mir damals mal so ausgedacht und dann habe ich so durch Zufall alle 20 Videos angefangen, ein Channel Resümee zu machen. Und dieses Video müsste jetzt vielleicht das 22., 23. Video sein, nach dem letzten Channel Resümee. Also ungefähr plus minus 20 Videos und dann immer so ein kleiner Rückblick auf das, was passiert ist. Manchmal oder über Themen, die man halt sprechen möchte, was ansteht, was man so machen möchte, wie auch immer. Und das ist heute wieder meine Agenda, mein Video, was ich heute machen möchte, ungeschnitten, wie gesagt, an einem Stück. Ich hoffe, es klappt und ich hoffe auch, dass ich es heute recht kurz halten kann. Vielleicht mal unter 10 Minuten, das wäre ja mal was. Schaffe ich selten. Ich habe mir so ein paar Notizen auf dem Handy gemacht, ja, und möchte kurz darauf eingehen. Als erstes möchte ich loswerden. Es ist ein bisschen eingeschlafen leider, aber falls Fragen bestehen bezüglich der Krankheit oder was auch immer, gerne bei Instagram schreiben. Mein Instagram ist immer in meiner Beschreibung von den Videos mit drin. Vielleicht blende ich das auch jetzt nochmal ein, ich weiß nicht genau. Gerne schreiben, wenn Fragen zu Krankheitsthematiken sind. Also natürlich, ich kann nur die Sachen beantworten, die ich selber so durchlebt habe. Lass mich überlegen. Also Colitis ulcerosa, Kolektomie, Stoma. Pouch-Anlage, Stoma-Rückverlegung. Das sind so die Hauptpfeiler. Wenn man dazu Fragen hat, ich habe schon einiges beantwortet, denke ich, aber es gibt immer wieder neue Leute oder kann immer wieder neue Leute geben, die haben noch nicht alles gesehen oder wissen halt noch nicht so viel. Ich hatte damals auch einen ganz geringen Wissensstand, als es bei mir losging und so wird es bestimmt immer wieder Leute geben. Und deswegen, falls jemand das sehen sollte und Fragen hat, einfach mich anschreiben. Ich versuche immer mein Bestes, die Sachen zu beantworten, so gut ich kann. Und wenn jemand sogar ganze Themen hat, ja, ich kann auch nicht an alles denken und sagt, ey, du hast das noch gar nicht angesprochen oder so. Könnte ja sein, weiß ich nicht. Dann einfach, das kann man auch gerne als Kommentar oder so schreiben und hau das rein, wenn das sein sollte. Und dann versuche ich darauf einzugehen und das gegebenenfalls zu machen, wenn es für mich Sinn macht. Anregungen in dem Sinne, finde ich cool. Also habe ich auch noch nie so danach gefragt eigentlich. Aber gerade so, man kann ja nicht immer an alles denken, könnte natürlich sein. Ja, was mir auch mal jemand geschrieben hat in der Nachricht, war, ja, ich hätte gerne öfters, würde ich das hören, bezüglich Stoma-Rückverlegung und so weiter und so fort, das ist auch schon ein bisschen länger her. Und das Problem ist halt, es ist halt wirklich schwierig, aktuell oder schon länger ein Update zu geben, wenn sich nichts tut. Ja, wenn du so einen Punkt erreicht hast, wo du stagnierst in dem Sinne. Das ist ja bei mir der Fall. Und was soll ich sagen? Gegebenenfalls mache ich nochmal ein Video irgendwann. Vielleicht tut sich auch noch mal was in einem Jahr oder keine Ahnung wann, das weiß ich ja nicht. Aber aktuell, seit längerem, habe ich den Eindruck, ich bin an einem Punkt angekommen, wo es nicht weitergeht, wo sich nicht mehr was tut. Und was soll man da zwischendurch für ein Update ständig geben, wenn sich halt nichts tut, ne? Ich könnte jetzt über das Endresultat dann sprechen. Was ich aber auch schon mal gemacht habe, glaube ich, bei dem 6-Monate-Video. Im Endeffekt vermute ich mal, ist das immer noch dasselbe, so was ich da erzählt habe. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ist genau dasselbe, wie wenn ich halt jetzt weniger Videos mache bezüglich diesem Thema. Weil irgendwann hast du auch mal gewisse Themen abgegrast und naja, das ist halt irgendwann durch so und es gibt ja noch andere Dinge. Aber deswegen, falls jemand Anregungen hat, gerne raus damit. Kann ja sein, weiß ich nicht. Was ich auch schon mal erzählt hatte, aber nicht weiter verfolgt habe, ist eure Geschichte. Wenn jemand Bock hat, seine Geschichte zu teilen, einfach auch bei Instagram schreiben. Schreib die Stichpunkte, wie hat alles angefangen? Oder auch das Alter zum Beispiel, wie alt bist du? Wie hat alles angefangen? Wie hast du die Situation empfunden? Warst du überfordert? Oder was weiß ich? Was ist dann passiert? Je nachdem, nach Krankheitsbild, weiß ich jetzt nicht genau, was ist dann passiert, was ist dann passiert, was ist dann passiert, was ist der jetzige Stand und so weiter und so fort. Hat dich das in deinem Leben geändert? Wie auch immer, ne? Falls dich jemand Lust hat, das zu machen, weiß ich nicht, kann ja sein, gerne mir schreiben. Und ich würde das dann einfach so wiedergeben. Dem ich das im Video erzähle, so wie ich damals bei dem Kollegen, den ich im Krankenhaus kennengelernt hatte, seine Geschichte erzählt habe, weil er nicht wollte, dass man ihn im Video sieht. Kann ich auch absolut verstehen, ist alles cool. Da habe ich seine Geschichte halt so erzählt und das ist ja ganz gut angekommen. Was ist der Sinn dahinter? Ja, der Sinn für mich dahinter ist, dass man gegebenenfalls anderen damit helfen kann. Ja, wenn sie danach suchen und dann sehen, ah, guck mal, der hat das auch so durchlebt. Ja, Darmverschluss zum Beispiel, ich habe heute echt Schwierigkeiten zu reden. Darmverschluss, wie bei ihm damals, gegebenenfalls hilft es anderen. Und das ist doch das A und O, ja, der Sinn der Sache, wirklich. Damit was zu erreichen und anderen, oder sie sehen, oh, es gibt andere, die dasselbe Problem hatten oder haben. Ja, und das ist doch gut. Wenn man will, wie gesagt, einfach mich anschreiben und dann versuche ich darauf einzugehen, je nachdem. Ne, muss man dann sehen. Genau. Die Ziele sind immer dieselben, das sage ich auch immer wieder. Ne, anderen helfen steht wirklich im Vordergrund. Deswegen Fragen an mich richten,
Und gegebenenfalls, wenn der Channel doch mal größer werden sollte, könnte man halt auch anderen Leuten helfen, die vielleicht in misslichen Lagen sind, je nachdem, was man so machen könnte. Und Künstler, genau, meine Kunst sucht Freiheit, das ist ja das Label. Und ich habe immer noch den Bock, Bock darauf, wenn andere sagen würden, ich würde gern was zeigen, auch da, das habe ich auch schon erklärt, ne? Kunst möchte ich gar nicht bewerten. Ich möchte auch nicht viele Grenzen setzen. Es gibt Dinge, die vertrete ich nicht, die würde ich auch nicht zeigen, aber ich denke, das ist selbstverständlich. Und ansonsten möchte ich natürlich vielen Sachen die Plattform geben, weil ich das hasse, wenn alles so klein geredet wird oder gesagt wird, ach, das ist doch nichts wert und so weiter. Nee, nee, gerade ganz im Gegenteil. Und wenn ich größer wäre, dann hätte man wirklich eine coole Plattform, um Künstlern auch eine Plattform zu geben, um ihre Sachen zu zeigen. Ne? Und nicht sozusagen, das reicht nicht oder so ein Bullshit, sondern wirklich. Meine Kunst sucht Freiheit, Freiheit für alle irgendwo auch, ne? Bis zu einem gewissen Maß trotzdem. Aber ich denke, das versteht man von selber mit einem gesunden Menschenverstand. Und ansonsten würde ich das gerne machen. Texte meinetwegen, Bilder malen oder was weiß ich. Du hast irgendwie ein Musikstück aufgenommen oder wie auch immer, ja. Da gibt es viele, viele Sachen. Das wäre immer noch derselbe Punkt. Hat bis jetzt nicht so gut geklappt. Ich hatte einen von meinem Kumpel und sonst von mir. Ist nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm, aber das Angebot steht immer. Ich werde es mir trotzdem angucken und sehen. Ne? Klar, wenn es jetzt nur ein Strich ist und, weiß ich nicht, noch ein Strich, dann frage ich mich, so, ne? Also, aber es ist schwierig zu sagen. Ne? Es ist schwierig zu sagen, wenn es jetzt, ja, das ist halt, ja, aber ich denke auch, das muss man eigentlich verstehen, was ich damit meine, so. Das wäre genauso, wenn jetzt einer ankommen würde und irgendwie so ein Malen nach Zahlenbild ausmalt und sagt, hier, ich habe jetzt voll krass gemalt. Also das ist ja nochmal eine andere Ebene so. Du hast dich zwar kreativ befasst, aber du hast jetzt nicht wirklich Kunst erschaffen. So. Das ist, denke ich, aber selbstverständlich, oder? Also. Danke für die Annahme von dem verschiedenen Content. Ja, ich meine, es hat sich halt ein bisschen geändert. Ich mache weniger Krankheitsvideos, weil ich habe auch vieles abgegrast, wie gesagt, und versuche andere Dinge auch mit reinzubringen, aber von Anfang an auch schon. Ich habe mir da schon Anfang an habe ich das ja gesagt. Und ich finde es trotzdem cool, dass es immer wieder Leute gibt, die es sich angucken, anscheinend. Auch wenn ich weiß, dass viele, die nicht mal abonniert haben, sich das auch angucken. Aber es wird mit Sicherheit Leute geben, ich weiß ja auch teilweise, die das regelmäßig gucken, das finde ich nach wie vor cool. Deswegen danke dafür. Und ich mache ja nie hier diese Werbeglocke so, ey, bitte abonnieren und teilen und bla bla bla, weil das geht mir auf die Nerven. Und ich denke, nach 15 Jahren YouTube sollte jeder wissen, dass man abonnieren kann, wenn man möchte und wenn man dranbleiben möchte, ja. Und wenn man liken möchte und einem das gefällt, kann man es genauso gut machen und sonst was. Aber eine Sache möchte ich loswerden, habe ich noch nie gemacht. Eine Premiere. Diese sogenannte, weil ich habe. Ich weiß ja schon lange, dass es Sinn macht, aber ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Diese Glocke, wenn man eh schon abonniert ist, ne? Und du hast ja dann oben diese Glocke da irgendwo, einfach raufklicken, weil dann kriegt man nochmal zusätzlich eine Benachrichtigung, wenn das Video draußen ist. Und das wäre echt cool, wenn jemand das machen wollen würde, wenn man Bock drauf hätte. Würde ich mich freuen, ja? Würde ich mich echt freuen. Das war ein kurzes Channel-Resümee heute. Nummer 6. Wer weiß, was alles noch kommt oder was nicht kommt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt wieder Input, ja, von Leuten, die mich anschreiben oder wie auch immer. Weiß ich alles nicht. Mal sehen, wie es kommt. Bis dahin, MKs raus und danke. Bis zum nächsten Mal.